Marke? Ja, ich bin Marke. Ich habe Sie erwartet. Ach, wirklich? Und? Worauf warten Sie? Bringen wir es hinter uns. Ich will doch nur wissen, was ich mit dem Edelstein anfangen soll. Dem Lochmann-Edelstein? Ja, genau dem. Hier in meiner Tasche. Ich dachte, Sie wären einer von den Haschaschin. Ich doch nicht. Ich habe nie auf Lunge geraucht dabei. Also hat man Sie an meiner Stelle geschickt? Ja. In Ihrem Zustand können Sie ja wohl kaum nach Irland reisen. Was soll ich mit dem Edelstein anfangen? Bringen Sie ihn zum Großmeister. Schnell. Sagen Sie ihm, dass ich das Dreibein gefunden habe. Direkt hier in Paris. Haben Sie es? Noch nicht. Aber man kümmert sich bereits darum. Ich habe ein paar kleine Ganoven angeheuert, die sich auf solche Gaunereien spezialisiert haben. Sind das vielleicht zufällig Flapp und Guido? Sie kennen die beiden? Wir haben uns schon mal getroffen. Warum heißt der Große eigentlich Flapp? Was ist mit dem Haschi-Aschin? Er wird sich wahrscheinlich an Klausners Fersen geheftet haben. Er wird alles tun, um zu verhindern, dass das Schwert neu geschmiedet wird. Und das ist schlimm, oder? Klausner ist unterwegs nach Syrien. Auf ein ganz wildes Gerücht hin. Ein Wildgericht, meinen Sie? Er hat eine Theorie aufgestellt. Oh Mann, vielleicht. Das ist aber jetzt genug Aufregung für einen Tag, Monsieur Marquet. Was machen Sie hier? Das sehen Sie doch, ich unterhalte mich mit diesem Patienten. Monsieur Marquet ist mein Patient. Wenn Herr Hagenmeier das hört... Okay, okay, ich gehe ja schon. Ich habe sowieso alles aus Marquet herausgeholt, was ich wissen muss. Da sind Sie ja, Sir. Ich wollte Sie gerade holen kommen. Ich bin mit Ihrem Blutdruckmessgerät jetzt fertig. Danke, Bunny. Was ist das für ein Geräusch? Das klingt ja, als hätte jemand einen Herzanfall. Ist schon in Ordnung, der Doktor ist bei ihm drin. Sind Sie sicher, dass das ein Arzt war? Oui, Monsieur. Er hat mir seinen Ausweis gezeigt. Er heißt Dr. Bray. Hier arbeitet kein Dr. Bray. Ein Betrüger. Die Tür ist verschlossen. Helfen Sie mir, Wachtmeister. Treten Sie zurück, Monsieur. Ich habe Jacques Marquet gefunden. Hat er was gesagt? Ja, er hat geredet, zum allerletzten Mal. Ist er tot? Ja, von einem falschen Arzt, kaltblütig ermordet. Wie abscheulich. Was für ein Mensch würde sich als Arzt ausgeben und einen sterbenden Mann ausnutzen? War es Khan? Nein, ich weiß nicht, wer es war, aber sicherlich nicht Khan. Er ist geflohen, durchs Fenster. Mal von Haschi Aschin gehört? Nein. Marquet sagte, Sie wären sein größter Feind. Sein größter Feind war der falsche Arzt. Erinnere mich bloß nicht daran, der Typ war bösartig. Er hatte einen wilden, starren Blick wie ein toter Fisch. Ich werde keinem Arzt mehr trauen. Glaubst du, der Mörder war für den Tod von Marquet verantwortlich? Das glaube ich nicht. Er hätte ihn schon das erste Mal erledigen können. Außerdem hätte Marquet ihn erkannt. Er war bis oben hin mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt. Er hätte nicht mal mehr die vier Reiter der Apokalypse erkannt, ohne dass sie sich vorgestellt hätten. Hast du noch etwas über die Templer herausgefunden? Ja, habe ich. Der Bursche, der für ihren Niedergang verantwortlich war, hieß Philipp IV., König von Frankreich. Auch als Philipp der Schöne bekannt. Ich habe von ihm gehört.
Nun, er ging in die Geschichte als Philipp der Gerechte ein, aber ich bezweifle, dass die Templer ihn so nannten. André kann dir sicherlich alles darüber erzählen. Ich werde besser zurückgehen und mit diesem Verrückten reden. Mit wem? Rousseau oder Sergeant Mouet? Oder meinst du André? Das darfst du selbst herausfinden. Sie sind sehr spät dran, Monsieur. Spät? Was meinen Sie damit? Naja, ich werde das Museum sehr bald schließen. Es würde Ihnen nicht gefallen, hier eingeschlossen zu werden, das kann ich Ihnen sagen. Nicht in dieser Abteilung. Warum nicht? Sie ist verhext, Monsieur. Sie glauben doch nicht etwa an Gespenster, oder? Und ob ich das tue? Vor 7 Jahren hat sich hier mal ein Junge versteckt. Hat wahrscheinlich mit seinen Freunden gewettet oder sowas. Als ich ihn am Morgen fand, war er kalt wie Eis und steif wie ein Brett. Woran ist er gestorben? Sie sagten, es wäre ein Gehirntumor. Aber sein Gesicht zeigte einen Ausdruck von derartig absolutem, totalem Entsetzen, wie ich es noch nie gesehen hatte. Gruselig. Vergessen Sie's. Er ist ein dünner, käsiger Kerl mit einer zweifelhaften Vorliebe für exotische Kleidung. Meine Mutter hat sich früher auch mal so gekleidet. Hi, André. Hallo, George. Haben Sie mal etwas von den Haschaschinen gehört? Wieso? Ja, das war eine radikale Muslimsekte, deren Namen zum Synonym für Mord wurde. Sie entstand in Persien im 11. Jahrhundert, kurz vor den Kreuzzügen. Ungefähr zur gleichen Zeit wie die Templer. Ja, sie haben den romanischen Sprachen ein neues Wort beschert. Assassini, die Meuchelmörder. Wie sind die Assassini zu ihrem Namen gekommen? Das kommt von der Legende, die ihre geheimnisvollen Initiierungsriten umgibt. Einem jungen Mann, der in die Sekte eintreten wollte, wurde Haschisch gegeben, bis er ins Reich der Träume trieb. Wenn er erwachte, befand er sich in einem wundervollen Garten mit allem, was man sich nur wünschen konnte. Das frischeste Wasser, das köstlichste Essen, das ausgesuchteste Hasch und die wunderbarsten Frauen. Cool. Haben Sie die Adresse? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Diesen Vorgeschmack des Paradieses gab es nicht umsonst. Hätte ich mir denken können. Am nächsten Tag erwachte der junge Mann wieder in seiner normalen Welt. Ihm wurde gesagt, dass er einen Blick in den Himmel werfen durfte, der für die heiligen Märtyrer reserviert war. Ein Himmel, den er für den Rest der Ewigkeit genießen dürfe, wenn er sich den Haschaschin anschließen würde. Was machten die Haschaschin? Nun ja, wie ich bereits erklärt habe, waren die neuen Rekruten mehr als bereit, für die Sache zu sterben. Ihnen wurde beigebracht, wie man Dolch, Gift und Verkleidungen benutzt. Dann benannte der Großmeister der Sekte einen Feind Alas. Und sie setzten alles daran, diesen Feind zu eliminieren. Sie haben es erfasst. Sie kannten keine Angst und brachten den Tod. Existiert dieser Haschaschin-Kult noch immer? Schauen Sie sich in der Welt von heute um und dann geben Sie mir die Antwort. Ich dachte, dass es Sie vielleicht interessiert. Jemand wird das Dreibein klauen. Das Lochmarn-Dreibein? Nein. Doch, ganz bestimmt. Ich kann Ihnen eine Beschreibung der Diebe geben. Bevor das Ganze überhaupt stattgefunden hat? Ich habe gehört, wie Sie den Einbruch geplant haben. Die verschwenden nur ihre Zeit. Das Dreibein wird durch ein hochmodernes Alarmsystem gesichert. Wie Sie meinen. Aber behaupten Sie hinterher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Warum leihen Sie mir das Dreibein nicht aus, damit es in Sicherheit ist? Weil ich es dann niemals wiedersehen würde. Sie trauen mir nicht? Das ist keine Frage des Vertrauens, George. Dieses Dreibein ist hunderte von Jahren alt und extrem zerbrechlich. Ich verstehe, was Sie meinen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache.
Nicht öffnen! Denken Sie an das brennende Vieh! Nicht öffnen! Der Wärter wirkt ziemlich aufgeblasen und hat diese kalten Augen, die niemals zu zwinkern scheinen. Der Stab dreht sich wie geölt und das Fenster über mir öffnet sich. Wir schließen jetzt, Monsieur Lobineau. Schon? Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Mehr als genug für mich. Ich kann's gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen. Eh bien, dann bis morgen. Gute Nacht, Monsieur. Hey, Guido, guck dir das an. Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit. Was zum... Wer ist da? Los, nix wie raus hier. Und als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Und glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war. Armer George. Was für eine Schweinerei. Ich habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Du meinst... Du hast das Dreibein gestohlen? Zum Teufel, Nico, ich hätte erschossen werden können. Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen. Ich wünschte, du hättest mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet? Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Ah, Mist. Und nenn mich nicht Georgie. Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das Dreibein. Möchtest du nicht versuchen, den Edelstein auf das Dreibein zu legen? Ich denke ja. Nichts passiert. Ja. Der Edelstein passt genau, aber was beweist das? Vielleicht muss das Dreibein an einem bestimmten Ort stehen. Im Manuskript gibt es keinen Hinweis, wo das sein könnte, oder? Oh, übrigens, André Lobineau hat mich besucht. Oh ja, es macht dir doch nichts aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe. Keineswegs, es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig gemacht, die das Wappen trägt. Das hoffe ich auch. André Lobineau hat mir erklärt, wer die Hashashin waren. Ja? Der Kult der Mörder. Oh, Junge. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Das ist das Dreibein, das wir im Museum ausgeborgt haben. Das ist der Edelstein, den Pegram in Loch Marne gefunden hat. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein.
Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen,